Hallo Freunde und herzlich willkommen zu meiner 26. Folge von Asphalt 8. Und ja, wie ihr seht, habe ich gerade Sims hochgeladen und naja, da die Folge war vielleicht nicht so gut, weil mir ein wenig kalt war und jetzt habe ich, da war hatten wir 7 Grad in meinem Zimmer, ist ja auch in letzter Zeit draußen ziemlich kalt und ich habe in dem Zimmer jetzt einfach mal auf 20 Grad hochgeheizt mit der Heizung und jetzt haben wir, kann ich wieder in Ruhe schön gemütlich in meinem Zimmer aufnehmen. Ja, als kleine Info ab. Okay, das war ein bisschen unnötig. So, Leute, vergesst es. Hallo und herzlich willkommen zu meiner 26. Folge Asphalt 8, Leute. So, wir fangen jetzt einfach mal an. Das war gerade echt ein wenig unnötig. Dass ich das bei euch hier erwähnt habe, das interessiert ja keinen. Und, jo, 26. Folge, was ich sagen wollte. Ihr habt euch vielleicht gewundert, warum fehlte denn plus 20% Credits kriegen wir jeden Tag. Heiko, hast du heimlich aufgenommen? Ich meine, hast du es gesuchtet, ohne aufzunehmen? Nein, Leute, habe ich nicht. Mache ich auch nicht. Würde ich ja nie machen, meine ich. Denn heute früh wollte ich mit meinem Bruder zusammen aufnehmen, eine Folge. Dann habe ich halt aufgenommen, Vorspann plus blablabla Credits. Und ja, dann habe ich halt die Aufnahme direkt wieder abgebrochen. Also habe dann Aufnahmen Stopp gemacht. Hab dann kurz alles eingestellt mit WLAN und so. Wollte mit meinem Bruder zusammen aufnehmen, wollte dann die Aufnahme wieder starten. Und dann war aber leider das Problem, dass wir nicht zusammenspielen konnten. Keine Ahnung, warum das genau liegt. Hab halt die Aufnahme gestartet, wollte mit denen zusammenspielen, hat dann leider nicht geklappt. Wir haben aber dann auch nicht zusammengespielt, also, ja. Deswegen habt ihr gar nichts verpasst, ich bin nur aufs Spiel draufgegangen, hab plus 20 Credits. Dann wollte ich anfangen, dann hat's mit meinem Bruder nicht geklappt. Und dann habe ich auch mal wieder abgebrochen. Deswegen habe ich nicht ohne euch gespielt. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wir fangen an. Und ich würde sagen, ich habe wieder ein paar neue Sachen erfahren. Und mein lieber Bruder, mein großer Bruder, mit dem ich heute früh zusammenspielen wollte, hat mir es verraten. Er hat sich auch aus Verdacht geholt und hat alles rausgekriegt. Es reicht jetzt, wenn ich in dem Rennen letzter werde und nur die 3 Fassrollen habe. Reicht das? Dann habe ich die Aufgabe geschafft. Das wusste ich vorher noch gar nicht so richtig. Ist auf jeden Fall sehr, sehr gut zu wissen, denn, ja, das ist halt sehr wichtig. Da muss ich mich jetzt nicht konzentrieren, sondern nur auf die Fassrollen, auf die 3 Stück. So, 3, 2, 1 und los geht's, ja. Tralalala, fahrt doch schön weg, ist mir auch sowas von egal. Es geht nur um die Fassrollen. So, jetzt hier kann man auch schon eine Fassrolle drauf machen. Hat nicht geklappt. Das geht, wenn man da geschickt drauf fährt. Ich muss jetzt gucken, wo die Sprungschanze dafür ist hier. Beste mal Nitro ein bisschen kriegen. So, da vorne ist er. Mit voll Nitro hier drüber brettern. Zack. Ah, Mist. Man hätte auch 2 machen können auf der. Man kann nicht auf 2 Fassrollen machen. Auf so einer Sprungschanze, aber egal. Versuchen. Erster Platz natürlich trotzdem nicht schlecht. Ist auch nicht so wichtig. Wegen dem Geld, aber es ist eigentlich wirklich nicht wichtig. So, sehr gut. Ich glaube, einmal habe ich, glaube ich, 2 Fassrollen hintereinander geschafft, das war heftig. Ist ziemlich schwer natürlich. Und ja. So, ich hoffe, dass noch so ein Teil kommt. Es geht ja nur eine Runde. Dass wir unsere letzte Fassrolle noch absolvieren können. Aber muss ja eigentlich, sonst wäre es ein bisschen schwer. Oder beziehungsweise unschaffbar. Ja doch, nicht unschaffbar. Man kann ja auch diesen anderen Sprungschanz noch machen. Aber es wird halt viel zu schwer, deswegen kommt garantiert eh noch eine. Ah, ich glaube, ich daran erinnere mich auch gerade grob wieder dran, wo die kommt. Genau. Und zwar kommt die an der Stelle, glaube ich, hier drin oder so. Oder irgendwo, wo ich sonst nie lang fahre. Da habe ich nicht beim letzten Mal nämlich gesehen. Irgendwo kommt die hier. Oha, das ist mega die Abkürzung. Die muss ich dann euch mal immer nehmen. Oh, scheiße, Leute. Oh, scheiße. Ich weiß, wo die kamen. Die kamen dann in diesem Seitengang, wo wir vorbeigebrettert sind. Okay, das ist richtig scheiße. Mann. Ah, scheiße, Leute, Mann. Das ist doch zum Aufregen. Ich wusste es doch nicht. Mann, ich bin doch unschuldig. Okay, ich finde die Aufgabe ziemlich schwer. Man muss mich den richtigen Weg kriegen. Ich kriege jetzt 300 Credits, aber ich dachte jetzt gerade so, machen wir einfach nochmal neu. Ne, machen wir nicht. Viel zu langweilig für euch. Ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr eher wollt, dass ich auf der ersten Karte oder auf allen Karten halt alle Rennen so oft wiederhole, bis ich alle Sterne voll hab.
Oder ob ich warte halt, oder ob ich halt, wenn ich einen Stern habe, immer weitermache. Oder ob ich halt alle Rennen immer 5 Sterne mache. Aber ich glaube, euch ist echt lieber, wenn ich immer nur halt ein oder ein paar Sterne und nicht halt immer 5, weil das dauert ja voll viel zu lang. Weil ich könnte auch mal gerne in die Kommentare schreiben, habe ich gar kein Problem mit. So, nächste Klasse, neue Autos. Wir könnten uns den ersten dieser Klasse schon kaufen. So, wir haben schon welche in der Klasse. Ne, dann kaufen wir uns den nicht. Ich spare auch mal die Klasse B. Da gibt es nämlich ein paar schöne Schmuckstücke. Nee, kaufen wir uns nicht den Audi. Wir sparen noch ein wenig und ich weiß noch gar nicht, welches Rennen wir machen sollen. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. 2 Runden. Korkenzieher im Sprung. 2. Korkenzieher 4. Korkenzieher im Sprung. Hä? Okay. Finde ich ein bisschen heftig, deswegen lachen, machen wir das nicht aus, wie das 2 Runden. Würde dann auch ein bisschen zu lange dauern. Ja, Audi haben wir gerade gemacht hier in den Alpen. Fahrer 1, Klasse. Oh, nein. Auf keinen Fall driften. Auf keinen Fall driften. London K.O.-Rennen. Boah, sollen wir das wirklich nochmal versuchen? Sollen wir es wirklich nochmal versuchen? Nein, machen wir nicht. Tokio Gegner. Sind wir beim letzten Mal Dritter geworden, müssen wir nur Erster werden. Oder wir machen einfach was ganz anderes und versuchen hier so ein Auto zu gewinnen. Nee, das kann man nicht kaufen, meine ich. Zu gewinnen, Events, und zwar. Rennbelohnung, der Kuckklasse, bla bla bla. Werde Erster, erhalte 2 Teilekarten. Werde Erster, werde Rennen. Aha, okay. Wenn man Erster wird, kriegt man dann so Kisten und sowas. Aber dafür brauchen wir ein Auto aus der Klasse B. Ich grüße mal, dass wir machen kann. Werde Erster, kriegt man auch da 5000 Credits, das ist nicht echt viel. Ja, das ist viel. Wir können leider kein Auto hier leihen. Wir werden das jetzt mal hier Preis abholen. Ich glaube, da haben wir gar nicht gewonnen. Yeah, 10 Mark. Ne, das ist echt wenig. Hier gibt's gar nichts mehr. Es gibt gerade kein Event, was wir teilnehmen können. Schade. Auf jeden Fall schade. Ich hätte gerne ein Event teilgenommen. Ich gehe jetzt mal auf Mehrspieler. Wir machen mal ein Mehrspielerrennen. Ich weiß nicht, ob wir da Belohnung kriegen. Ich glaube eher nicht. Aber man kann es ja mal versuchen. Und zwar brauchen wir ein vernünftiges Auto. Das hier. Weiter Rennen, Raum beitreten, meine ich. Ah, nee. Ah, doch, das sind jetzt andere Spieler, cool. K.O.-Rennen, Infektion, klassisch. Aha, das ist doch cool. Weil, empfängt Daten, okay. Ort, Stimmen, okay. Wenn gerade alle teilgenommen, machen wir einfach mal. Wahrscheinlich kriegen wir keine Belohnung, ist mir aber auch ziemlich egal, weil hier K.O.-Rennen, klassisch, Infektion, ist cool, auf jeden Fall. Infektion finde ich nicht so cool. Aber das K.O.-Rennen. Gewinnserie, Handlung, bla bla, Ankommen sein. Okay. 2 Runden. Och, Leute. Wieder eine etwas längere Folge wird das werden. Aber wenn es uns Spaß macht, warum nicht? Mann, ich finde das gerade ein bisschen doof, dass es wieder so lange lädt. Aber das liegt daran, dass es ein Online-Event ist und dass da ziemlich viele Leute dran teilnehmen. Du bist nicht mehr im Rennen, weil die Anwendung beendet wurde. Hä? Fehler, ja, okay. Wort beendet, keine Ahnung, was hier abgeht. Müssen wir jetzt leider wieder raus. Finde ich ziemlich schade. Aber wir sind eigentlich am Ende der Folge. Aber ich bin jetzt nicht so. Raum beitreten, ich überziehe jetzt die Folge ein wenig. Ich habe keinen Bock, dass ich jetzt ein Rennen gesehen habe und dann wir nur rumgefummelt haben in den Einstellungen und alles Mögliche. Ist ja für euch ein bisschen langweilig. K.O.-Renninfektion klassisch, wie gerade eben irgendwie das gleiche. Rennstart jetzt in 5 Sekunden. Oh, wir sind jetzt eigentlich schon am Ende der Folge. Wir machen jetzt weiter, Leute. Wir machen jetzt weiter. Jetzt 2 Runden. Wir machen einfach nicht jetzt alles, glaube ich. Das wird mich sonst echt zu viel. Aber wir machen halt ein wenig. Ein bisschen, meine ich.
Spiele täglichen Spezialevents und erhalte spezielle Belohnungen. Aha, Spezialbelohnungen. So, lädt mal wieder übertrieben lang. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht wieder zum Raumbauer rausgeworfen werden. San Diego Harbor. Hä? Die Strecke kenne ich noch gar nicht. Ist ja mal ganz gut, eine Strecke kennenzulernen. Finde ich auf jeden Fall cool. So, warte auf andere Spieler. Steht ein Jumbo-Jet oder was auch immer das ist. Ich habe keine Ahnung von Flugzeugen. 3, 2, 1, go! Als Dritter geht's vom Start los. Ah, der erste ist direkt gut weggezogen. Macht auf jeden Fall Spaß, gegen Online-Spieler zu spielen, wie ich gerade selber merke, schon direkt am Anfang. Hier geht's unten durchs Schiff durch. Boah, das ist so schlimm, das ist so schlimm, das ist so schlimm, wenn man die Strecke nicht kennt, das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Ich wusste jetzt gar nicht, ob ich hier hin kann. Okay, die anderen haben einen eindeutigen Vorteil. Ich habe keine Ahnung von der Strecke. Okay. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Leute, oh, nein. Okay. Okay, Leute, ich hab's verstanden, ich bin viel zu schlecht für die Strecke. Wir sind jetzt Sechster von Sechster. Zwei Runden geht die ganze Partie. Wir brechen das jetzt einfach mal ab, weil ich sehe hier keinen Sinn mehr. Wir kennen aber die Strecke nicht und jetzt ist es halt ein bisschen heftig. Wir haben zwei Fahrzeuge geschafft. Hier ist nur der Beweis, dass man das schafft und wir hätten da runter muss. So, Leute, wir sind am Ende der Folge. Ich verlasse jetzt einfach mal. Weil es ist jetzt so, wenn wir zu Ende fahren. Ich kannte die Strecke gar nicht und nichts und nichts und gar nichts. Deswegen macht es keinen Sinn mehr, das weiterzufahren. Ja. Wir sind am Ende der Folge. Wenn es euch gefallen hat, drückt den Daumen nach oben. Ciao, Leute. Bis bald.